Auf das letzte Wochenende im Oktober freut sich Kaylee Mandadi schon lange. Sie hat Tickets für das Mala Luna Musikfestival in San Antonio. Endlich eine Gelegenheit für sie abzuschalten, denn Wochen voller Angst liegen hinter ihr, auch wenn sie weiß, dass das Schlimmste ihr noch bevorsteht. Ihr aggressiver Freund ist auch auf dem Festival. Aber sie hat endlich den Mut gefasst, dass sie Schluss machen will. Doch nach dem Wochenende, das eigentlich voller Spaß und Party für Kaylee sein soll, erhält ihre Mutter einen schrecklichen Anruf. Ihre Tochter ist schwer verletzt und sie wird es nicht schaffen. Toxisch. Es ist das Jahr 2017. Die 19-jährige Kaylee Mandadi ist im zweiten Jahr an der Trinity University im texanischen San Antonio. Sie studiert Kommunikation, ist im Cheerleader-Team und wird von ihren Freundinnen und ihrer Familie als warmherzige, liebevolle und fröhliche junge Frau beschrieben. Im ersten Semester lernt sie ihren Kommilitonen und den Footballspieler Jed Burcham kennen. Die beiden verlieben sich und werden ein Paar. Es ist die erste, ernste Beziehung für Kaylee. Stolz erzählt sie ihren Freundinnen und ihren Eltern von Jed und wie sehr sie ihn liebt. Doch so schnell wie die beiden zusammengekommen sind, so schnell gibt es auch erste Probleme. Kaylee befürchtet, dass Jed es nicht ernst mit ihr meint und er keine feste Beziehung will. Öfter kommt es deshalb zum Streit. Sie trennen sich, kommen schließlich doch wieder zusammen und es endet wieder im Streit. Es ist eine On-Off-Beziehung, die vor allem der 19-jährigen Studentin zu schaffen macht. Sie hat gehofft, dass die Beziehung mit Jed hält und nicht nur eine Teenie-Liebe bleibt. Während ihrer Zeit an der Uni lernt Kaylee Mark Howerton kennen. Er studiert zwar nicht an der Trinity University und lebt in Houston, aber er hat zahlreiche Freunde an Kayleys Uni und verbringt dort viel Zeit. Bei einem dieser Besuche lernen sich der 22-jährige Star-Baseballspieler und Kaylee im Jahr 2016 kennen. Mit gemeinsamen Bekanntschaften gehen sie öfter zusammen feiern und als Kaylee und Jed sich im Sommer 2017 erneut getrennt haben, kommen sie und Mark sich näher. Nur kurze Zeit später ist Kaylee Mandadi tot. Auch wenn Kaylee und Mark erst seit wenigen Wochen zusammen sind, zeigt er schnell sein wirkliches Gesicht. Er ist besitzergreifend, übergriffig und sieht seine Freundin als sein Eigentum. Im späteren Prozess bestätigen ihre Freundinnen, dass die Beziehung toxisch ist und Kaylee in der ständigen Hoffnung Mark getroffen hat, dass er sich doch noch ändern wird. Freundinnen sagen aus, dass Mark ihr Handy kontrolliert hat. Kaylee hat oft blaue Flecken. Nur auf Nachfragen bestätigt sie dann, dass Mark dafür verantwortlich ist. 2 Wochen vor dem Festival hat er Kaylee außerdem gegen ihren Willen aus der Uni mitgenommen und sie in seinem Auto nach Houston gefahren. Als sie sich weigert mitzufahren, schlägt er ihren Kopf gegen die Scheibe. Studierende an der Trinity University bestätigen, dass Mark Howerton schon oft wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen ist. Außerdem dealt er mit Anabolika an der Uni. Auch einer von Jets Burschenschaftsbrüdern kann sich an einen Vorfall erinnern. Mark ist aus seinem Mercedes vorgefahren, hat aus dem Auto eine Waffe geholt und so getan, als würde er auf die Burschenschafter schießen. Einen Monat vor dem Mala Luna Festival lädt Kaylees Mitbewohnerin Morgan sie zu einer Party ein. Sie freut sich. Doch auch Mark hat mitbekommen, dass die 19-Jährige alleine zu einer Party gehen will. Morgan hört kurze Zeit später, wie sich Kaylee und Mark heftig wegen der Party streiten und sieht, wie Mark sie gegen eine Wand drückt. Doch Kaylee widersetzt sich ihrem Freund und geht trotzdem mit ihren Freundinnen feiern. Mark bleibt an diesem Abend allein in der WG. Die Nachbarin hört allerdings aus Kaylees Zimmer lautes Poltern, Krachen und einen Mann, der immer wieder schreit: "Ich schlag dir dein Gesicht ein." Sie hört zwar keine Antwort und vermutet, dass niemand anderes im Zimmer ist, doch zur Sicherheit ruft sie die Polizei, die Mark allein in Kaylees Zimmer vorfindet. So, this is not your room? No, this is my girl's room. Is she here? No, she's at a party. And so you're in the room just waiting on her while she's at a party? Exactly. Okay. I can call her right now if you want proof. You mind if I take a look in the room? Man, no, this isn't even my house. There's nothing in here, but for real. I want to see if anything's missing here. No, there's nothing missing here. Again, it's not your room, so you don't have the option here. Well, I'd like you to step out here with my partner right now.
Als Mark ihnen schließlich Zutritt gewährt, finden sie ein völlig zerstörtes Zimmer vor. Die Glastür vom Balkon ist zerbrochen, Kayleys Kleidung wurde in die Bäume geworfen, ihr Cheerleader-Kostüm ist zerstört und ihr Laptop wurde aus dem Fenster auf die Straße geschmissen. Später erzählt Mark, dass er auf Steroiden gewesen wäre und deshalb so aggressiv reagiert habe. Doch anstatt dass Mark Horton für den Schaden aufkommen soll, zeigt die Universität Kaylee an. Schließlich ist nicht Mark Student an der Trinity University, sondern sie. Es sei ihre Schuld, wenn sie einen gewaltbereiten Mann in ihrem Wohnheimzimmer lasse. Der Entschluss. Kaylee reicht es. Ende September trennt sie sich von Mark, sie will ihn nie wiedersehen und bricht sämtlichen Kontakt ab. Doch Mark lässt es nicht zu, sie gehen zu lassen. Kurz nach dem Vorfall erhält sie ein Snapchat-Bild von ihm. Er hat eine Pistole im Mund und droht ihr abzudrücken, wenn sie ihn verlässt. Auch wenn ihre Eltern und ihre Freundinnen ihr sagen, dass Mark sie nur manipuliert hat, hat Kaylee Angst, dass er es vielleicht doch ernst meint. Gleichzeitig weiß sie nicht, was sie fühlt. In der Zeit, in der Mark sie psychisch misshandelt, kommt sie ihrem Ex-Freund Jed wieder näher. Am 28. Oktober schreibt sie ihm: "Ich glaube, ich bin in euch beide verliebt." Doch nach der Nachricht fasst sie einen Entschluss. Sie will sich endgültig von Mark trennen. Sie kann den psychischen Missbrauch, die Angst vor ihm und die Misshandlung nicht mehr tolerieren. Kaylee hofft, dass sie wieder mit Jed zusammenkommen kann, für den sie noch Gefühle hat und der sie immer liebevoll behandelt hat. Ihre Freundinnen und Jed raten ihr deshalb, sich auf dem Mala Luna Festival von Mark zu trennen, damit viele Menschen um Kaylee sind, denn sie befürchten bereits, dass Mark ausrasten wird. Am zweiten Tag des Festivals, dem 29. Oktober 2017, will Kaylee die Trennung durchziehen. An diesem Morgen wollen Mark und sein Freund Joe Kaylee in ihrem Wohnheim abholen. Doch die 19-Jährige verspätet sich. Joe bemerkt, während die beiden auf sie warten, wie Mark minütlich unruhiger und aggressiver wird. So als würde er bereits ahnen, dass Kaylee nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Als Kaylee schließlich ins Auto steigt, brüllt Mark sie an, weshalb sie so lange gebraucht hat. Kaylee reagiert nicht auf ihn. Das Festival. Bereits auf dem Hinweg nehmen Joe, Mark und Kaylee MDMA, also reines Ecstasy. Auf dem Festival nehmen sie noch mehr und trinken dazu Alkohol. Während des Festivals hält sie zu ihren Freundinnen merkwürdig wenig Kontakt. Sonst schreibt Kaylee ununterbrochen mit ihnen. Sie sorgen sich, dass etwas passiert sein könnte und versuchen, sie zu erreichen. Nur einmal geht Kaylee an ihr Handy und sagt, dass sie gerade nicht reden kann, bevor sie wieder auflegt. Es ist eine Aussage, die ihre Freundinnen und Jed nur noch mehr beunruhigt. Sie schreiben ihr weiterhin, versuchen sie anzurufen, sowie die Polizei anzuschalten und sie suchen das Unigelände ab, ob Kaylee und Mark mittlerweile wieder zurückgekommen sind. Es ist bereits spät und sie hätte längst wieder im Wohnheim sein müssen. Bis schließlich eine ihrer Freundinnen ein erschreckendes Video über Snapchat bekommt. Doch Kaylee ist darauf nicht zu sehen, sondern nur Mark, der in das Handy von ihr brüllt: "Verpiss dich, du dumme Schlampe." Sie wissen nicht, was los ist und ob Mark sie oder Kaylee meint. Doch sie ahnen, dass ihre Freundin in Gefahr ist. Am Abend des 29. Oktober 2017 fährt ein schwarzer Mercedes vor dem kleinen Krankenhaus in Luling, einer ländlichen Gegend von Texas, vor. Ein junger Mann sitzt am Steuer, der in die Krankenhauseinfahrt rennt. Er schreit und weint, dass seine Freundin nicht mehr atmet. Sie habe eine Überdosis. Noch in der Auffahrt hält er eine Rettungssanitäterin an, die gerade mit dem Krankenwagen anfährt. Es ist Mark Horton, der die bewusstlose Kaylee zum Krankenhaus gefahren hat. Sofort schaut sie nach der 19-Jährigen, die zusammengesunken im Auto liegt. Es herrscht Chaos in Marks Wagen. Kleidung und Müll liegen im Fußraum, dazwischen liegt Kaylee, die nicht mehr atmet. Während das Krankenhauspersonal um das Überleben von ihr kämpft, wird sofort die Polizei eingeschaltet, denen Mark erzählt, was sie hier abgespielt haben soll. Sie waren gemeinsam auf dem Mala Luna. Dort haben sie MDMA genommen. Am Abend haben Kaylee und Mark das Festival verlassen, doch noch im Auto kommt es zum Streit zwischen den beiden. Laut Aussage von Mark gesteht sie ihm, dass sie immer noch Gefühle für ihren Ex-Freund Jed habe. Nach dem Streit hätten sie einvernehmlichen Sex auf einem Parkplatz an einer Tankstelle gehabt. Dabei habe er sie leicht gewürgt, weil sie es so wollte. You said you all got in an argument. What was that over? Another guy.
Okay, somebody that was at Mauna Luna, or? It's one of her other boyfriend, her ex. I was pretty much saying you need to get over this dude and he ain't worth your time. Y'all had sex in the Valero? In the parking lot. In the parking lot? In the parking lot. And everything was consensual? Yes. Okay. I ain't about to. No, I got all the proof in the world right there. You're definitely consensual, yes. Nothing physical though, nothing? When we were having sex, I choked her. But it wasn't like killing her. It wasn't like that. Im Anschluss wollten sie ihren Heimweg nach Houston zu Mark fortsetzen. Kaylee habe auf dem Beifahrersitz noch einige Minuten mit ihm gesprochen, bevor sie gesagt haben soll, dass es ihr nicht gut geht. Sie wolle sich ausruhen und schlafen. Doch während der Autofahrt habe Kaylee plötzlich aufgehört zu atmen. Er vermutet aufgrund der Drogen. Vor den anwesenden Polizisten steht ein muskelbepackter großer Mann, der eine enorme Kraft hätte. Auch wenn Marks Freunde später aussagen werden, dass er sein muskulösen Aussehen vor allem Steroiden zu verdanken hat. Die Untersuchung. Er ist der einzige Zeuge, der weiß, was im Auto zwischen den beiden passiert ist. Ohne dass die Polizisten wissen, welche rätselhaften Verletzungen Kaylee aufweist, um deren Leben gerade im Nebenzimmer gekämpft wird, nehmen sie ihn vorübergehend fest. Auch wenn Mark gegenüber der Polizei kooperativ ist und während des Gesprächs immer wieder fragt, wie es Kaylee geht, glauben sie, dass der 22-Jährige ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt. Sein Auto wird durchsucht. Inmitten des Chaos finden sie eine Waffe. Außerdem machen sie Fotos von ihm. Mark hat zwar keine Abwehrverletzung, dafür auffallend rote Fäuste, so als hätte er etwas oder jemanden mit der Faust geschlagen. Als Kayleys Eltern ihre Tochter das erste Mal im Krankenhaus sehen, können sie nicht begreifen, was passiert ist. Die 19-Jährige hat am gesamten Körper Verletzungen. Ihre Mutter beschreibt es später mit den Worten: Meine Tochter war so schwer verletzt, dass sie aussah, als sei sie aus einem Flugzeug gefallen. Sie hat Hämatome, Kopfverletzung und gebrochene Knochen. Nur an der Vorderseite ihres Körpers. Nicht auf dem Rücken, so als sei sie von vorne angegriffen worden. Ihre Mutter Allison kann nicht verstehen, was passiert sein soll. Hatte Kaylee einen Autounfall? Wurde sie während des Festivals zerprügelt? Oder was ist der Grund für solch extreme Verletzungen? Als sie hören, welche Erklärung Mark für Kayleys Zustand gegenüber den Behörden angegeben hat, haben sie nur noch mehr Fragen. Ihre 19-jährige Tochter soll infolge von Drogenmissbrauch einen Herzstillstand erleidet haben und nun so schwer verletzt im Krankenhaus liegen? Dass Kaylee bei Partys gelegentlich MDMA nimmt und Gras raucht, ist ein offenes Geheimnis. Ihre Eltern wissen es. Sie haben es nie toleriert und es ist in der Vergangenheit der einzige Punkt gewesen, wegen dem es schon einmal Streit zwischen Kaylee und ihren Eltern gab. Auch beim Mauna Luna Festival haben sie und Mark MDMA genommen und Alkohol getrunken, obwohl Kaylee noch unter 21 Jahren ist. Doch der Drogenmissbrauch erklärt nicht Kayleys Zustand. Warum liegt sie nun wegen Hirnblutung im Koma? Warum weist ihr gesamter Körper blaue Flecken und Verletzungen auf? Auch dafür hat Marks Anwalt im späteren Prozess eine Erklärung. Die Verletzungen stammen von den Reanimationsversuchen im Krankenhaus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Rippen gebrochen werden, wenn ein Mensch reanimiert wird. Doch woher kommen die Hämatome an den Beinen und die Verletzung am Kopf? Die erste Rettungssanitäterin, die Kaylee am Abend des 29. Oktober versucht wiederzubeleben, sagt später vor Gericht aus, dass alles sehr chaotisch ablief. Neben der Unordnung im Auto ist ihr allerdings aufgefallen, dass Kaylee bereits blaue Flecke an den Beinen hatte, als sie im Krankenhaus ankam. Während Kayleys Zustand im Krankenhaus immer noch kritisch ist und ihren Eltern bereits die grausame Nachricht überbracht wird, dass die 19-Jährige es wahrscheinlich nicht schaffen wird, ändert Mark gegenüber der Polizei erneut seine Aussage. Nun sagt er, dass Kaylee und er bereits auf einem anderen Parkplatz Sex gehabt hätten und danach erst zur Tankstelle gefahren wären. Warum ändert er seine Aussage? Hat er einfach nur unter Schock den Ablauf durcheinander gebracht? Das ist zumindest die Auffassung von Marks Anwalt im späteren Prozess. Die Staatsanwaltschaft vermutet etwas anderes dahinter. Es gibt eigentlich zwei Tatorte. Der Parkplatz, an dem er Kaylee vergewaltigte, und die Tankstelle, an der er sie lebensbedrohlich verprügelt hat. Doch ob es nur eine Vermutung ist oder die Staatsanwaltschaft die Wahrheit aufgedeckt hat, bleibt weiterhin ein Rätsel.
denn die einzige Person, die ihnen wirklich sagen kann, was sich im Auto mit Mark ereignet hat, erlangt kein Bewusstsein mehr. Am 30. Oktober wird Kaylee Mandadi für Hirntod erklärt. Einen Tag später werden die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt. Ihre trauernden Eltern erfüllen ihrer Tochter ihren letzten Wunsch. Kayleys Organe werden zur Spende freigegeben. Zu Lebzeiten hat sie sich für Organspenden stark gemacht. Nun müssen ihre Eltern viel zu früh ihr diesen Wunsch erfüllen. 3 Monate nach Kayleys Tod liegt der Obduktionsbericht vor. Kaylee Mandadi ist durch stumpfe Gewalt gegen ihren Kopf gestorben, was eine tödliche Hirnblutung verursacht hat. Ein Mord, wie die Autopsie feststellt. Es scheint nur einen Menschen zu geben, der dafür verantwortlich sein kann. Mit nur einem Menschen hat Kaylee die letzten Minuten vor ihrem Herzstillstand verbracht und nur eine Person kann wissen, wie die 19-Jährige diese massiven Kopfverletzungen bekommen haben kann. Mark Houghton. Der Prozess. Wenige Wochen nach dem erschütternden Obduktionsbericht wird gegen ihn Anklage wegen Mord, Entführung und Vergewaltigung erhoben. Denn die Staatsanwaltschaft vermutet mittlerweile, dass nicht nur der Sex nicht einvernehmlich war, sondern es Hinweise darauf gibt, dass Kaylee auch nicht freiwillig bei ihrem Freund mitgefahren ist. Hat sie vielleicht gewusst, dass der Streit über die Trennung noch einmal auf dem Heimweg eskalieren wird? Ahnte sie, dass ihr Mark dann schutzlos ausgeliefert ist und dass er zu allem bereit sein wird? Im Anschluss, so die Ausführung der Staatsanwaltschaft, sei Mark mit Kaylee zum Parkplatz gefahren, wo er sie vergewaltigt, gewürgt und so lange geschlagen hat, bis die massiven Verletzungen gegen ihren Kopf zu einer Hirnblutung geführt haben. Doch Mark kann auf Kaution wieder freigelassen werden. Erst 2 Jahre nach dem mysteriösen Tod von Kaylee beginnt Ende des Jahres 2019 der Prozess gegen Mark Houghton. Ihre Eltern und Kayleys Freundeskreis gehen voller Hoffnung in den Prozess. Sie wollen endlich Antworten auf ihre Fragen, was mit der 19-jährigen Studentin passiert ist. Wieso wurde sie mit einer angeblichen Überdosis ins Krankenhaus gebracht, die sich schließlich als Hirnblutung und Mord laut Obduktionsbericht entpuppt hat? Die Geschworenen hören die Aussagen von Kayleys Freundinnen, wie sie in Angst vor Mark gelebt hat, wie er sie psychisch und physisch missbraucht hat und wie er aggressiv ihr Zimmer verwüstet hat. Überwachungsaufnahmen der Universität werden gezeigt, wie Mark an mehreren Tagen seiner Freundin nachgestellt hat, ohne dass sie es wusste. Es werden die Bilder der Obduktion vorgestellt, die den Körper von Kaylee zeigen, der von Kopf bis Fuß Verletzungen aufweist. Während Kayleys Angehörige zuversichtlich sind, dass sich endlich aufklären kann, was sich im Auto zwischen ihr und Mark abgespielt hat, wendet sich der Prozess, als Jed Burcham in den Zeugenstand gerufen wird. Mark Houghtons engagierter Anwalt nutzt die Gelegenheit, um den Prozess umzudrehen. Es wird ein Prozess gegen Jed, anstatt gegen Mark. Denn zu Anfang hat Kayleys Ex-Freund die Polizei angelogen. Als er und ihre Freundinnen versucht haben, Kaylee als vermisst zu melden, aus Angst, dass Mark ihr etwas angetan hat, ist die Polizei wenig interessiert. Weder die Vorgeschichte der gewaltvollen Beziehung noch das merkwürdige Snapchat-Video veranlasst sie, das Festival oder die Gegend nach Kaylee abzusuchen, um sicherzugehen, dass sie nicht in Gefahr ist. Das ändert sich erst, als Jed ihnen sagt, er habe gesehen, wie Mark Kaylee beim Festival grob angepackt hat. Jed selbst gibt später zu, dass er übertrieben habe, um der Polizei deutlich zu machen, wie dringlich Ermittlungen sind. Doch für Marks Verteidiger John Hunter ist dies die gefundene Gelegenheit, vom eigentlichen Prozess abzulenken. 47 Minuten. Marks Anwalt findet auf Jeds Handy Bilder von Gras. Grund genug, um ihn vor den Geschworenen als Drogendealer hinzustellen. Außerdem hat er herausgefunden, dass Jed einige Jahre zuvor eine Anzeige wegen Belästigung bekommen hat. Auch wenn diese längst fallen gelassen wurde und sich als Lüge herausstellte, streut es Zweifel an ihm. Jed muss sich während des Prozesses um den Tod seiner Ex-Freundin einem 47-minütigen Kreuzverhör über seine Drogendelikte stellen. 47 Minuten, in denen die Geschworenen vom eigentlichen Tod von Kaylee abgelenkt werden und die Glaubwürdigkeit von Jed und Kaylees gesamtem Umfeld untergraben sollen. 47 Minuten, in denen es nicht um das geht, um was es eigentlich gehen sollte. Warum die 19-Jährige starb. Ein von Marks Anwalt herangezogener Arzt dementiert zusätzlich die ursprüngliche Obduktion. Die Hirnblutungen müssen nicht von einem Schlag kommen, sondern sie kann beim Festival unglücklich gefallen sein, als Mark nicht in ihrer Nähe war.
Für ihre Familie ist das unvorstellbar. Kaylee war mit Mark 5 bis 6 Stunden in einem Auto, bevor sie aufgehört hat zu atmen. Warum soll sie erst dann etwas von der Hirnblutung bemerkt haben? Auch für die inneren Blutungen und ihre Blutergüsse hat der Arzt der Verteidigung eine Antwort. Sie sollen von der langen Fahrtstrecke kommen, die Mark mit Kaylee zurückgelegt hat, während sie keinen Puls mehr hatte. Für die weiteren massiven Verletzungen hat er ebenfalls eine Antwort. Sie seien erst bei der Organspende entstanden. Und das, obwohl ihre Eltern noch vor der Transplantation ihre schwerverletzte Tochter gesehen und Bilder von ihr gemacht haben. Auch ein Pharmakologe und Experte für MDMA wird von Marks Verteidiger in den Zeugenstand gerufen. Er hält es für möglich, dass Kaylee sich unbemerkt am Kopf verletzt hat, was durch die Einnahme von MDMA zu einer Hirnblutung geführt hat. Für Kayleys Eltern und die Staatsanwaltschaft sind die verschiedenen Gutachter allerdings nur eins. Der Versuch, eine neue Version zu kreieren, in der Mark Horton Kaylee nicht zu Tode geprügelt hat, wovon sie bis heute fest überzeugt sind. Nur kurze Zeit, nachdem sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen haben, gibt es für die Verteidigung einen weiteren Erfolg. Es hat sich überraschend noch eine weitere Zeugin gemeldet. Sie hat in der Nacht, in der Mark mit Kaylee zum Krankenhaus gefahren ist, am Empfang gearbeitet. Sie sei sich sehr sicher, dass sie Kayleys Beine ohne Hämatome gesehen hat und die Rettungssanitäterin lügen würde. Für Marks Verteidigung untermauert es ihre These, dass Kaylee die Verletzung erst im Krankenhaus zugefügt worden. Auch wenn die Zeugin zu spät ist, um vor Gericht auszusagen, schürt es weitere Unsicherheiten bei den Geschworenen. Unsicherheiten, die schließlich dazu führen, dass kein Urteil gesprochen wird. Es gibt nach 10-stündiger Besprechung keine Einigung unter den Geschworenen, weshalb weder ein Freispruch noch eine Verurteilung gegen Mark Horton gesprochen werden kann. Er bleibt frei, während Kayleys Angehörige mit dem großen Rätsel ihres Todes zurückgelassen werden. Sie wissen immer noch nicht, weshalb Kaylee sterben musste und was in den Stunden in Marks Auto vorgefallen ist. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch ihre Eltern haben angekündigt, erneut einen Prozess gegen Mark Horton anzustreben. Sein Verteidiger versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern. Laut ihm hätte es nie zu einer Anklage kommen dürfen, da Jed Burcham in seiner Aussage übertrieben hat. Doch auch gegen die Trinity University reichen Kayleys Eltern Klage ein, da sie ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Trotz des Vorfalls, als Mark ihr Wohnheimzimmer verwüstet hat, bekam er keinen Platzverweis und konnte immer noch auf den Campus, obwohl er dort nicht studierte. Ganz im Gegenteil, Kaylee Mandadi wurde seitens der Uni die Schuld gegeben und sie hätte für den Schaden aufkommen müssen. In der Klageschrift gegen die Universität heißt es: Obwohl Miss Mandadi auf dem Campus lebte, hat die Trinity keine Maßnahmen ergriffen, um sie oder andere Studierende vor Mark Horton zu schützen, was gegen den gesunden Menschenverstand, den guten Anstand und die eigenen Richtlinien der Trinity verstößt. Doch Kayleys Eltern wollen noch mehr bewegen. Als ihre Freundinnen und ihr Ex-Freund sich Sorgen gemacht haben, wo Kaylee nach dem Festival blieb, gab es keinerlei Hilfe, an die sie sich wenden konnten, um schnell Menschen zu erreichen, die nach der Studentin Ausschau halten konnten. Das will ihre Mutter Allison ändern. Konsequenzen. Aus dem Zimmer ihrer toten Tochter, die sie bis heute so eingerichtet gelassen hat, wie Kaylee es verließ, gründet sie eine Hilfsorganisation, die in Texas, dem ersten US-Bundesstaat überhaupt, einen Notfallalarm für Erwachsene ins Leben ruft, die in Gefahr schweben. Zwar gibt es bereits landesweit den Amber Alert für Kinder und einen Alarm für ältere Menschen, die plötzlich vermisst werden. Doch bei Personen zwischen 18 und 64 Jahren konnte bislang nicht so schnell reagiert werden, selbst wenn bekannt ist, dass sie einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Seit September 2019 hat sich das geändert. Dank Allison gibt es nun den CLEAR Alert. CLEAR für Coordinated Law Enforcement Added Rescue und auch Kaylee Mandadi, Lisa Kelly, Aaron Castro, Ashanti Billy and all of the rest. Junge Frauen aus Texas, denen solch ein Alarm möglicherweise das Leben gerettet hätte. Wenn nun eine Person in Texas vermisst gemeldet wird, wird sofort gehandelt. Die Umgebung wird alarmiert und auf Werbetafeln, Infoscreens und Social Media erscheint ein Bild der verschwundenen Person. Für Allison ist es selbstverständlich, dass sie sich nicht nur für die Aufklärung des Todes ihrer Tochter stark macht, sondern auch für potenzielle Opfer. Wir können nicht ändern, was passiert ist, aber ich möchte, dass Kaylees Geschichte dazu dient, anderen Menschen zu helfen.